Der Kuhmist ist einfach nur immer der Germ für den Boden. Milchviehbetriebe sind selten geworden im oberösterreichischen Zentralraum zwischen Linz, Steyr und Wels. Dort haben Anna und Johann Musil über die Jahre ein spezielles Betriebskonzept aufgebaut. Da der Betrieb selbst lediglich 14 Hektar Eigengrund umfasst, füttern sie ihre Milchkühe überwiegend mit Feldfutter aus Kooperationen. Wir haben 94 umgestellt und das Stift St. Florian haben zur gleichen Zeit umgestellt und das ist ein viellosiger Betrieb. Und der hat halt auch das Kleegras gebraucht für seine Fruchtfolge. Da haben wir eigentlich auf dem Schlag jedes Jahr 20 Hektar Kleegras dazugekriegt. Und da ist das so entstanden, haben wir gesagt, wie machen wir das? Und der hat auch gesagt, ja, er will einen Dünger haben, gell? Er will kein Geld nicht haben, sondern er will einen Dünger haben. Damit war der Grundstein für die folgenden Kooperationen gelegt. Heute halten die Musils rund 70 Milchkühe plus Nachzucht. Das Futter, hauptsächlich Kleegras, stammt von 12 Biolandwirten, die auf insgesamt über 55 Hektar Kleegras in ihrer Fruchtfolge anbauen. Im Gegenzug erhalten diese Partnerbetriebe Gülle und Mist zur Düngung ihrer Kulturen. Die Idee von der Kooperation ist einfach das, dass die Nährstoffe, die wir als Futter weggeführen, auf den Betrieb wieder zurückkommen. Johann Musil hat das so gelöst, dass die Nährstoffe sogar im Verhältnis 1 zu 1,5 getauscht werden. Dadurch soll der damit verbundene Mehraufwand für die Partner gedeckt werden. Möglich machen dieses Tauschverhältnis ca. 600 Tonnen Stroh und Spätzen, die Musil jährlich zukauft. In den Herbst- und Wintermonaten erfolgt die Planung für das kommende Jahr. Die Partnerbetriebe geben die verfügbaren Kleegrasflächen bekannt und es wird fixiert, wie viel Gülle zurückgetauscht werden kann. Die Grundannahme sind ca. 30 Ballen Kleegras pro Hektar, für die der Ackerbauer dann 60 Kubikmeter Gülle retour bekommt. Welche Vorteile hat der Milchviehbetrieb durch die Zusammenarbeit mit viehlosen Ackerbaubetrieben? Für uns ist der große Vorteil, ich brauche eigentlich keine Pachtflächen und ich meine sichere Futtergrundlage habe. Und das mähen wir wirklich zu besten Zeitpunkten, haben zum Teil Nährstoffwerte besser als wir Gerste. Gell? Das erklärt auch den geringen Kraftfutterbedarf. Ich sage, die Eigenflächen, die was rund ums Haus sind, sind die Weideflächen über den Sommer. Wiesen, die was wir gebracht haben, da sind zum Teil aus Jungvieh auf die Dauerweiden. Und der Rest wird zur Heuproduktion verwendet. Die viehlosen Ackerbaubetriebe profitieren von den vielfältigen positiven Effekten von Kleegras auf das Agrarökosystem. Es trägt zum Humusaufbau bei, reduziert Erosion, reguliert Wildkräuter und fördert das Bodenleben. Der hochwertige organische Dünger in Form von Gülle und Mist stabilisiert die Kohlenstoffgehalte im Boden. Der damit verbundene hohe Humusanteil hilft zusätzlich bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Und der ganz große Vorteil ist einfach, dass er gezielt den Dünger dorthin bringen kann, wo er glaubt, dass er ihn braucht. Trotz der vielen positiven Aspekte gibt es auch Herausforderungen. Zum einen schwanken die Kleegrasmengen von Jahr zu Jahr leicht. Haben wir bis jetzt immer damit gelöst, dass wir eigentlich immer schauen, dass wir 5 bis 6 Monate mit Futter im Voraus sind. Mit denen können wir, wenn einfach wirklich durch Dürre, durch sonstige Ereignisse einmal ein Problem würde, haben wir einfach so viel an Vorrat da, dass wir da jetzt kein Problem nicht kriegen. Zum anderen war anfangs die Lagerkapazität für Gülle begrenzt. Dieses Problem konnte jedoch gelöst werden, seit ein ehemaliger Schweinemastbetrieb mit 800 Kubikmetern Lagervolumen in die Kooperation eingestiegen ist. Ein großes Problem ist, wenn einfach die räumliche Entfernung zu groß wird. Ich sage, optimal war das in einem Umkreis so von 5 Kilometern, wenn man da das alles beieinander hat, dann war das Optimum. Gell? Alles, was darüber hinausgeht, muss man sich dann schon leisten. Gell? Das
Das Geheimnis einer gelingenden Kooperation ist für Johann Musil einfach. Es ist ganz wichtig, dass jeder profitiert davon. Und das sichtlich profitiert davon. Der jahrzehntelange Erfolg dieses Betriebskonzeptes untermauert diese Aussage, ebenso wie der Umstand, dass die Partner kaum wechseln. Aber ich muss sagen, mit den Betrieben, die wir zusammenarbeiten, haben wir in der Regel sehr ein gutes, freundschaftliches Verhältnis. Wir dann nicht nur ernten, sondern wir trinken auch öfter Bier miteinander.